Ich begrüße euch total und recht herzlich beim BDFA. Ja, meiner einer war am 13.10.2018 beim BDFA. Der BDFA ist ein Verband seit 1927 in Berlin gegründet. Begeisterte Filmer. Ich bin begeistert vom Dortmunder Filmclub und in der Regie 2005 bis 2016 von Herrn Voss. Dort gibt es dann den Herrn Rieb noch und dann gibt es auch den Herrn Preis noch. Wolfgang Rieb und Michael Preis. So, Michael Preis hat natürlich am 13.10. wieder abgerockt. Er war an 17. Stelle. Wir haben vollkommen durchgehalten. Wir haben uns einen Film angeschaut und sind zum Schluss gekommen, Kuba ist eine Reise wert. Havana Blues von Michael Preis. Die Goldmedaille hat er sich wirklich total recht herzlich verdient. Aber ich wiederhole mich jetzt nicht, ich hatte ja euphorisch habe ich ja, ich lege mal die Brille weg, auch wenn ich Brillenträger bin, aber heute sehe ich gut, weil schätzungsweise das Wetter auch gut ist. Also am 13.10. war das Wetter genial, 27 Grad, heute ist der 14.10. Und ich mache diesen Beitrag für den BDFA als Huldigung aus der Stadt Essen. Nicht nur, weil hier einer aus Stadt Essen gewonnen hat, ja, 28 Jahre alt. Ich habe ihm heute Morgen auch nochmal gratuliert bei YouTube. Ja, also wenn ich lesen will, brauche ich die Brille. Verzeiht mir, aber habe ja auch mein Alter. Ne? Ja, endlich habe ich mein Alter, ja. Okay, Fettes Grün von Maximilian Krug. Auch ein Einzelmitglied. Er hatte die Silbermedaille, aber er hatte gestern so richtig zugeschlagen am 13.10. Hat also richtig abgerockt und Preis natürlich auch. So, die Juroren da, die sich die 20 Filme haben angeschaut, Dr. Frank Dietrich, Isabel Zizwitzka, Naimi Raymond, Marc Sense und Marco Siebler. Ja, unser Eins guckt täglich Filme. Unser Eins hat täglich mit Filmen zu tun, deswegen weiß ich, wie schwer das ist. So, meiner einer würde niemals Kritik üben, weil jeder Film und jeder Filmautor sich Mühe gibt, um etwas darzustellen. Meiner einer macht es beruflich, hat jeden Tag damit zu tun, aber es gibt auch ein Hobby. Wir machen also nicht nur Cinema. Heute mische ich etwas. Heute mische ich den Star Wars Club mit dem BDFA. Was hat beides mit zu tun? Filme. Disney macht Filme. Disney hat ja ab heute um 7 Uhr Resistance, weil am 13. jeden Samstag um 9.20 Uhr eine Folge von Resistance Star Wars kommt, eine neue Art von Film. Herr Voss würde sich freuen, weil Herr Voss so malt, so zeichnet. Er hat sehr gute Zeichentrickfilme gemacht, Herr Voss. Und so ist auch Walt Disney mit seinem unterwegs, mit seinem Resistance. Und da kommt mir doch die sogenannte Euphorie. Meine Güte, nee, 1927 haben sich Filmer zusammengesetzt. Meine einer ist aus dem Baujahr 1959 und hat also 1969 ein bisschen Bekanntschaft gemacht mit diesem sogenannten BDFA. Aber da war ich natürlich zu klein, mit 10, ist klar. Und 1979 die Firma gegründet und da durfte ich dann leider auch nicht zum BDFA. Weil wenn einer beruflich filmt, beruflich Geld damit macht und beruflich Geld dafür bekommt, ist er dann kein Hobbyist, so wurde das damals 1979 so gesagt. Wer da der Präsident war, müsste ich nachlesen. Für mich gilt nur der Präsident von 2005 bis 2016, Herr Voss, mit seinem besten Verein, den ich je erleben durfte, als Essener in Dortmund. Sein Verein. Und ich glaube, der ist auch schon seit 40 Jahren dabei, nicht nur als Präsident von 2005 bis 2016, sondern kann sich jeder ausrechnen. Diesen Club gibt es seit 101 Jahren und Herr Voss ist schätzungsweise 40 Jahre dabei, Michael Preis ist, glaube ich, 27 Jahre schon dabei, Wolfgang Rieb, glaube ich, 40 Jahre schon dabei, der momentan im Urlaub ist. Ihr merkt so die kleine Euphorie, weil am 13.10., 14.10. das Wetter gigantisch, Oktober, Sommer. Kein Winter, man friert nicht. Ich bin ziemlich leicht angezogen, könnt ihr mir glauben. Ich habe nur ein bisschen an, weil ich schwitze jetzt hier in diesem Studio auch schon. So, meine lieben Freunde, die Filme mögen. Ihr seht hier so eine kleine Abhandlung, die ich damit aufgezeichnet habe. Ich mische heute ein bisschen Star Wars
und BDFA, weil beides Film bedeutet. Film sehen ist ja auch ein Hobby. Ja, Edgar Wallace und so weiter. Meiner einer als Baby bei E605, kein Scherz, bei E605 war ich das Baby in diesem kleinen weißen Wagen. Meine Mutter mit Perücke schob mich die Kindfigur hoch neben dem Lichtburg, genau, neben dem Kino Lichtburg. So, und meine Geschwister haben auf der Margaretenstraße zwischen 10 und 12 waren die. Die andere, weil damals Stahlnetz so war, sobald etwas passierte, hatten die das nachgedreht, war so ein Vorreiter von XY. Also ihr merkt, als Baby lag ich in der Wiege und wusste nicht warum. Heute weiß ich, man schob mich da, also wie gesagt, die Kettwege hoch wegen diesem Film E605. Meine Geschwister sagten, besonders mein Bruder, da fährt er. Dieser schwarze Wagen mit dem Kennzeichen E605. Ja, aber schwarze Mercedes. So, heute weiß ich das alles, weil alle ziemlich verstorben. Und dadurch konnte ich aufarbeiten, was da so rumlag. Und dann sah ich das, oh, wusste ich ja auch gar nicht. Dann habe ich meine Schwester angerufen, die ist 70. Jo, sagte, kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ja, das waren noch Zeiten damals. Ja, Zeiten damals. So, Zeiten damals des Films 1927, BDFA, Gründung und so weiter. Tja, heute ist der 14.10. in Bayern wird gewählt. Meine lieben Freunde, ich habe das Buch von Adenauer und Adenauer sagt, mein Gott, was soll aus Deutschland werden? Adenauer, meine lieben Freunde, damals in seiner Zeit, was soll aus Deutschland werden? War so ein Gruß an diese AfD, so ein Gruß an den Guido Riel, der da momentan in Bayern ein vor laufender Kamera macht und sich freut, dass der Bayerische Rundfunk ihn aufzeichnet. Ja, ich zeichne hier selber auf für den BDFA und ich zeichne für die Jungs und Mädels auf Star Wars. So, Star Wars Resistance, diese Zeichnung, es passt jetzt alles, weil der Herr Forsten auch zeichnet und tolle Zeichnungen gemacht hat. Und ausgehend, so wie er zeichnet, zeichnet momentan Disney auch. Also auf einer Art, wer hat jetzt Webert geklaut, ne? Nein, nein, ist schon klar, Disney ist in Amerika und die neue Riege bei Lucas Film. Der junge Mann mit dem Cowboy-Hut, der macht das schon. Also er hat auch Vergangenheit, Deutsch und Flieger und Sachen. Ja, Vergangenheit. BDFA ist auch so. Wie zum Beispiel der eine, der da Havanna gemacht hat. Hier, meine lieben Freunde, das Buch von Hardy Krüger, Wanderjahre. So, Hardy Krüger, Wanderjahre, wie gesagt, ein Freund von meinem Vater, Baujahr 27. Also 26 etc., die da, ne, wollen wir mal schnell vergessen, aber das war halt Kinderjahre, gewisse Schüler etc. Pipi, mal ist weg, habe ich schon. So, meine lieben Freunde, da habe ich noch einen, und zwar Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, einer, der Filme gedreht hat, weil auch bei BDFA da was mit dick und doof war. Na, hier, Charlie Chaplin, so einige Sachen. Dieses Buch werde ich jetzt nicht auf die Erde werfen. Ja, BDFA, juha. Und doch, lege ich doch dahin, dann kann ich den hier besser schnappen. Denn es gibt ja auch noch andere Filmsachen. Hinter den Kulissen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hinter den Kulissen. Gut, als Filmemacher könnte ich jetzt hier einige Sachen machen. Ja? Hinter den Kulissen, wie die alle gearbeitet. Ich habe so viele Bücher da, worüber ich drehen könnte und so weiter. Damit bin ich ja groß geworden. Noch einmal. Und was ist 66? Habe ich die erste Kamera gehalten und die ersten Trickfilme gemacht, 1966. Kann jeder ausrechnen, wenn man 1959 geboren wurde. So, 1969 habe ich auch und so weiter und 1979 habe ich die Firma ins Leben gerufen. So, und heute lebt die Firma immer noch, sonst würde ich jetzt hier in diesem Studio nicht sitzen und schwitzen. So, bleiben wir mal bei dem Filmtag, bleiben wir mal beim BDFA. Ich grüße auf diesem Weg aus der Stadt Essen den Dortmunder Club. Ich will jetzt nicht zu euphorisch wirken, aber der hat mich einfach in den Bann gezogen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, da oben immer noch hängen, der Ausrichter mit dem Bämbel da. Jetzt hattet ihr weiße, damals war es blaue. Ich liebe Kaschen auch, 30 Jahre. Welcher Herr Post? Ja. Okay. Manfred, du hast mal wieder, ne, du warst im Urlaub. Die anderen weiß ich gar nicht. Ich kenne nicht alle Namen. Ich meine, ich war lang genug da, aber ich kenne nicht alle Namen, weil... Die dürften dann sich nicht verstorben sein, die dürften jetzt auch knapp 60 sein. Die waren also auch nicht da. Also
Am 13.10.2018 zur Wiederholung war nicht viel da. So, was mich jetzt so freut ein bisschen ist, ich habe ja damals vorgestellt, was haltet ihr, also ich komme von der CeBIT 1995, hatte da in Schlepptau und in die Kirchgruppe und WebTV, AOL und Medien und hatte dann so ein bisschen und hatte dann den BDFA da, habt ihr Interesse? Man hat mich natürlich beinahe gelünscht, weil ja jeder seinen eigenen Film da präsentiert hier, um zu gewinnen, um nicht zu zeigen. Ja, also das stelle ich jetzt einfach mal so im Raum. Also außer Manfred Rieb und außer Michael Preis, die zeigen die Filme und auch bei YouTube mittlerweile und bei Facebook auch. Und es macht also doch Spaß, dass sie es anerkannt haben. Den Vorschlag, der mir beinahe den Hals gekostet hätte, was haltet ihr davon, die Filme öffentlich zu zeigen? So, ich habe ja auch gerade noch mit gesprochen. Da habe ich gesagt, warum macht ihr das eigentlich nicht live? In so einer Art Live-Schaltung, damit andere Clubs, die jetzt nicht fahren können nach zu den Clubs, dass sie das wenigstens sehen in Dortmund als Highlight oder Unica, wo die Filme dann zum Schluss, warum nicht live? Also, wenn Walt Disney mit seinem Star Wars Menschen zieht, wie in London zum Beispiel, 2016, wo dann auch Walt Disney es live zeigt und man konnte hin. Man konnte nach London 3 Tage bei Walt Disney / Star Wars verweilen, Star Wars Convention. So, bei der Star Wars Convention wird trotzdem live alles gezeigt. So, besonders die Stars und Sternchen und so, die Stände etc. nicht, da muss man schon vor Ort sein, um sich das anzuschauen. Da komme ich nämlich drauf durch London. Ja, hier wurde London gezeigt, 2012, wo in London 2012 die Olympiade war und keine Tickets mehr zu haben waren. Da muss ich wieder die Brille aufnehmen, um die beiden bekanntesten beim BDFA zu zitieren. Und zwar Bernhard und Barbara Zimmermann aus dem Futura Filmclub Düsseldorf e.V. Also gesehen habe ich die beiden mal in Tönisforst. Auch da habe ich jetzt, wie gesagt, einige Leute gar nicht mehr gesehen, weil der BDFA, glaube ich, hat sich ein bisschen verjüngt. Doch nur ein bisschen. Ja? Müsste ich mal nachschauen, wer da so übrig geblieben ist. Also ich sehe so 80, 90, 70. Ja, und dann wenige, 48 und dann der in Essen gewonnen hat. Der in Essen gewonnen hat, ist 28. Mal gucken, ob ich ihn irgendwo finde, mich mit ihm unterhalte. Also, meine lieben Freunde vom BDFA, wir Einzelkämpfer, die halt hier in der Stadt ist nicht möglich, leider. Keine Ahnung warum. Wir hatten das Zenit, Lichtburg, aber Kettwiger, und von da aus wurde gesteuert. Da treffen sich auch einige Filmemacher noch und so, aber die leben alle so für sich. Also man muss ja auch ein bisschen trennen. So ein bisschen, das ist zum Beispiel ein Spaßvideo, da habe ich hier die Zeit geopfert. Ich habe jetzt die Zeit geopfert, um so ein BDFA-Video zu machen, um euch zu begrüßen, mich zu bedanken. Es hat Spaß gemacht, es dauert ja schließlich wieder Jahre, bis man sich wieder sieht. Und ja, ist halt so. Ich habe auch leider beruflich nicht so viel Zeit, um irgendwelchen Samstag da zu opfern. Und von 9 Uhr bis abends 21 Uhr am Axel zu sein, um andere zu gratulieren, weil die gewonnen haben. Ja, ich selber drehe halt auch gerne Filme, sonst, aber ich sende sie halt hier bei YouTube. So, ich begrüße an alle anderen, also an alle Kunden. Dieses ist jetzt eine Art internes für den sogenannten BDFA, für die Filmemacher und für die Kunden, die tagtäglich Filme bringen, die fertig gemacht werden, die neu restauriert werden. Wie gesagt, dürfen wir ja nicht drüber sprechen, dürfen wir ja auch nicht zeigen. Das ist ja das Eigentum des Kunden. Wie gesagt, es gibt ja noch den DeFries ComWeb, der wie gesagt für die Hardware zuständig ist. Ich bin nur der Vermittler. Ich vermittle zwischen BDFA, geht dorthin, schaut es euch mal an, gründet selber einen Verein oder halt geht zum ComWeb zu Herrn DeFries und lasst euch da das Richtige zusammen. Bauen. So, das ist meine Aufgabe so zwischendurch. Hauptsächlich ist ja die Dienstleistung und die bleibt auch. Und ich verbinde jetzt sozusagen wieder das Berufliche mit dem Hobby, vermische ich immer, weil beruflich muss ich jetzt, wie gesagt, die Disney-Sache da aus dem Schaufenster nehmen.
weil die Wärme sonst diese Figuren von Disney etc. bzw. Star Wars zerstören würden. Es ist doch ein bisschen warm und die Scheiben, die heizen sich auf und geben diese Wärme an diese sogenannten Figuren weiter. Und weil das ja alle Sammelfiguren sind und auch Spezialmasken von Chewie oder Darth Vader oder Sturmtruppler, kann man die natürlich nicht kaputt gehen lassen. Ist klar, ich muss auch den Yoda da rausnehmen. Den Yoda konnte ich jetzt hier nicht hinstellen, weil er ist ja grün. Und somit wäre der auch durchsichtig, bedingt dadurch, dass ich jetzt hier Greenscreen hingesetzt habe, um euch ein bisschen Eindruck zu gewähren vom BDFA Dortmund. Also ihr merkt, es hat richtig wieder wirklich Spaß gemacht. Und ich meine, der Club Dortmund, der könnte noch viel, viel mehr. Ja, wenn die so ein bisschen so aus pushen würden, aber naja, ich bin Essener, ich halte mich da raus. Ich bin trotzdem tief verwurzelt, ich finde Dortmund klasse, ich finde die Leute klasse. Die ganze Truppe um Herrn Voss herum finde ich klasse und ja, ist halt so. Ja. Ich meine, Karstadt war auch eine große Familie, wenn man da 30 Jahre vorbei hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Herrn Voss mag, weil er immer ein Karstädter war. Ist jetzt auch nicht mehr, also er ist jetzt Rentner. Ich meine, er könnte jetzt so richtig loslegen, er könnte jetzt so richtige Zeichentrickfilme machen und so weiter. Er könnte auch so einen Club da so richtig, boah, könnte er. Aber ich meine, wenn man 40 Jahre dabei war, wenn man 40 Jahre Vorstand war, wenn man Vorstand des eigenen Clubs war, ich meine, irgendwann hat man keine Lust. Passiert schon mal. Mir kann es nicht passieren, weil Beruf, Hobby und Beruf ist ein und dasselbe. Weil wenn ich das aufgebe, dann habe ich mich, glaube ich, komplett aufgegeben und das möchte ich nicht. So, ich bedanke mich total recht herzlich für den Dortmunder Filmtag der 20 besten Filme. Und ich werde mal gucken, ob ich die Herrschaften dann auch noch so erwische. Und ja, Beruf und Hobby, Hobby und Beruf, mir macht es Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht, zieht es doch gnadenlos durch. Ja, kommt zum BDFA, zeigt mal, was ihr drauf habt, zeigt mal eure Fotosession beim AV zum Beispiel, Fotoclub, Filmclub, AV, glaube ich, nennen die sich, muss ich mal nachschauen. Geht einfach mal, ja, meine lieben Freunde, googelt, meine lieben Kunden, googelt, gebt ein bdfa-nrw.de zum Beispiel. Google sagt zwar, ist keine sichere Seite, ich kann euch sagen, ja, geht trotzdem drauf, das ist schon in Ordnung. Die haben vergessen, da einen Schlüssel zu setzen, aber ist nicht so schlimm. BDFA könnt ihr auch eingeben und dann könnt ihr mal rumstöbern. Wenn ihr auch Hobbyfilmer seid oder YouTuber seid, man kann sich zusammensetzen, man kann auch zusammen was machen, man muss nicht immer alles alleine machen. Meiner einer ist es gewohnt, alleine es zu machen. Dennoch mache ich solche Videoclips aus Spaß und Hobby. Das bringt mir nichts, bringt mir gar nichts, kommt kein Kunde mehr dadurch. Und ist halt so, und bei Star Wars, wie gesagt, lande ich auch keinen Blumentopf, weil bei Resistance schon fast 100.000 Hasser sind, obwohl sie den noch gar nicht gesehen haben. Ne? Aber ist halt so, seit dem 7.10. ist der nämlich erst in den amerikanischen Fernsehern erschienen, ja, in den Disney Channels. Ja? Und heute, beziehungsweise gestern, am 13.10. hier in Deutschland, beziehungsweise europaweit, bei Xney, Deutsch, ZB und so weiter. Ja, und ich habe mir heute Morgen um 7 Uhr angeschaut, weil ich ja, wie gesagt, da war und nicht gucken konnte. Ich mag immer Disney, ich mag nur Star Wars, ich mag auch den Aladdin-Film, der da kommt. Da frage ich mich manchmal auch, warum wird bei Aladdin Disney mehr gemacht? Guckt euch den Trailer an. Guckt euch den Trailer an. Und dann frage ich mich auch, warum wird da mehr investiert wie bei Star Wars? Ich meine, die haben Star Wars gekauft für 4 Milliarden und machen daraus Murks. Murks, ja, Star Wars Murks macht Disney. Denn Disney ist nicht Lucas. Ja, Lucas, George Lucas, auch dafür 30 Jahre dienlich gewesen. Kann ich nur sagen, ist nun mal nicht Disney. Aber ich bin, wie gesagt, Fan von BDFA, ich bin ein Fan von Walt Disney, ich bin ein Fan von Star Wars. Und mir ist das vollkommen egal, weil weder der BDFA gehört mir. Weder Disney gehört mir, nee, und auch Star Wars nicht. So, das sind Produkte. Das sind Produkte. Der BDFA seit 1927, ja, in Berlin.
gegründet. Wir haben seit 1927 das älteste Kino hier. Ja, 1927, das erste weltweite größte europäische Kino. Glück auf. Ja, Glück auf. 1927, danach kam erst die Lichtburg, die sich dann in den Vordergrund gedrückt hat. So, dann ist es schon weg. So, wer kennt noch die Lichtburg, wer kennt noch den Kennedy, beziehungsweise wer kennt überhaupt noch die Kettniger Straße. So, das ist jetzt hier die Essener Ansage. Ich habe ja den Film gesehen über Dortmund da, den zackig geschnittenen Film, den natürlich Herr Voss auch wieder geschnitten hat und zusammengesetzt hat. Denn er liebt auch Film, er liebt absolut Film, sonst würde das alles gar nicht so funktionieren, was er da so auf den Weg bringt. Also ich musste schon staunen, so richtig zackig geschnitten, da fehlte nur noch zack, zack. Ne? Dortmund, Dortmund! Ja, stattdessen kann man leider so mittlerweile vergessen, die grüne Lunge von Deutschland mittlerweile, war mal die Kanonenhauptstadt, aber auch egal. Lassen wir das mal. Ja, wie gesagt, momentan ist halt heute der 14.10. in Bayern wird gewählt. Ehemalige SPD-Leute sind jetzt abdriftig. Sie sind halt unterwegs. Was soll aus Deutschland werden, meine lieben Freunde? Das hat, wie gesagt, Herr Adenauer schon gesagt. Herr Adenauer hat schon gesagt, mein Gott, was soll aus Deutschland werden? So, Adenauer. Ja, das könnte sein 1956 oder davor. Er hat ein paar Zeichnungen da reingemacht, das ist ein Buch von ihm. So, ja, also ich habe jetzt alles mal aufgemischt hier, 1927 BDFA, dann den Superclub, wirklich einer der besten Clubs, die ich jetzt persönlich kenne und ich kenne reichlich, den Dortmunder Filmclub e.V., also Hammer. Und ich war stolz dort zu sein, aber ich schaffe nicht mehr diese 57 Kilometer dorthin zu fahren und meistens sind die Gaststätten auch ganz woanders. Muss man auch dahin fahren und dann abends zurück und morgens den Laden auf. Das klappt alles nicht mehr so. So, der Adenauer auch dahin. Ich bedanke mich total und recht herzlich beim BDFA, bei Disney, bei den Filmleuten, bei den Filmautoren. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass es überhaupt das ganze Thema gibt. Ja, YouTube, YouTuber sind wir jetzt mittlerweile. Bei Facebook sind wir mittlerweile auch. Und somit ist es doch das, was wir immer wollten. Wir rücken immer näher, obwohl wir gar nicht mehr nebeneinander sitzen wie früher. Ja. Ich meine, gestern haben wir auch nicht geschwitzt, muss ich sagen. Es war eine tolle Atmosphäre. Es waren zwar nicht so viele Gäste da, wenn man alles abzieht, aber egal. Die Atmosphäre hat gestimmt, das Ganze hat gestimmt. Die kleinen Fehlerchen, die da passieren, wunderbar, das gehört dazu. Weil Perfektionismus muss ja auch nicht gerade sein im Hobbybereich. Da dürfen ruhig Fehler passieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und bevor ich euch noch langweile, also noch mehr langweile, wie jetzt schon gelangweilt habe, entziehe ich mich und wünsche euch unheimlich viel Spaß weiterhin in euren Clubs, beim BDFA, bei Walt Disney, bei Star Wars, bei Cinema und wie alles so heißt. Ihr merkt, es rückt alles ein bisschen näher, ne? Es rückt alles ein bisschen näher, man ist nicht mehr so allein für sich, ja? Wer kennt schon den BDFA? DFA. Also meine Kunden kennen nicht.